Leute, heute gibt es mal wieder einen Blick hinter die Filmkulissen. Und dabei geht es um ein Thema, das geht mir persönlich sehr ans Herz und euch sicherlich auch. Filmmusik. Dann sind wir mal ehrlich, was wären Filme ohne die Musik, die sie untermalen? Oder was ist diese Musik eigentlich? Denn ich habe so viele Stücke im Kopf, dass wenn ich sie höre, ich mich zurückversetzt fühle in große Abenteuer, in sehr actionreiche Sequenzen, in traurige Momente oder in Momente, die mir einfach nur Gänsehaut besorgen, sodass ich sagen muss, Filmmusik, das ist fast eine eigene Liebe für sich und es lieben viele, sich Scores anzuhören. Und genau zu diesem Thema dürfen wir heute hinter die Kulissen schauen, von der Europapremiere von Star Wars in Concert hier in Frankfurt in der Alten Oper. Wie man unschwer hört, finden sich gerade hinter mir die Musiker ein. Die Musik wird eingepegelt, die unterschiedlichen Lichtwerte in der Halle werden getestet. Und das ist nun mal, wenn man mittendrin ist, dann ist das hier nicht ein klinisch perfekter Sound für mein Video, für euch. Aber ich finde es schön, mittendrin zu sein. Also lasst euch bitte nicht von diesen Klängen stören. Aber man hört auch schon so einzelne Momente raus, die man vielleicht aus Star Wars kennt. Und wenn es um Star Wars geht, und es gibt große Filmkomponisten, wie beispielsweise ein Hans Zimmer, ein Ennio Morricone, aber heute geht es um John Williams, wohl einer der größten Komponisten. Er hat die Musik gemacht für Filme wie Jurassic Park, E.T., Schindlers Liste, verschiedene Harry Potter Teile, Der Weiße Hai, genauso aber auch wie Indiana Jones, Superman, aber Star Wars und das Eröffnungsthema, das kennt sicherlich jeder. Und dieser Mann ist eben einer, der hat viel, viel geleistet, aber eben auch Musik geschrieben, die heute hier für 2200 Gäste von 70 Musikern vom City of Prague Orchestra gespielt wird. Und das ist, glaube ich, eine verdammt tolle Erfahrung. Und hier zu stehen, Leute, ist nur ansatzweise die Euphorie, die man nachher hat, wenn man das Ganze sehen darf. Aber schauen wir uns die Oper mal von außen an. Während wir uns auf dem Weg vor die Alte Oper befinden, möchte ich gern eine Sache herausstellen, denn ich war Ende vergangenen Jahres auch auf der Weltpremiere von Star Wars in Concert in New York. Und die Veranstalter machen im deutschsprachigen Raum beispielsweise auch Harry Potter in Concert oder Herr der Ringe in Concert. Aber was genau passiert dort? Denn ich denke, dass viele glauben, dass man dort nur in Anführungszeichen die Filmmusik sehr aufwendig von einem Orchester gespielt erleben kann. Aber nein, man sieht nämlich auch den Film, nur ohne die Tonspur, was die Filmmusik angeht. Die wird live dazu gespielt und das ist für Filmliebhaber ein einzigartiges Ereignis. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Das ist sie, die Alte Oper. Und sieht sie nicht schön aus? Abends ist sie noch besonders fast romantisch beleuchtet. Und das in der Finanzmetropole Frankfurt zwischen Bankentauern. 2200 Gäste kommen heute Abend, um hier das Abenteuer von Luke Skywalker in dem allerersten Star Wars Film zu erleben. Und das ist schon besonders deswegen, weil den ersten Star Wars Film, also Episode 4, mal auf der Leinwand zu sehen, wann hat man schon mal die Möglichkeit? Gut 4,5 Stunden vor Premierenbeginn fängt drinnen in wenigen Minuten die Generalprobe an. Das schauen wir uns doch gerne mal an und lassen es einfach wirken. Endlich! Wo hast du nur gesteckt? Die kommen direkt auf uns zu. Was jetzt? Die werden uns in die Minen schicken oder zu sonst was verschrotten. Moment mal! Wo willst du hin? Nein, das reicht. Wir verschwinden jetzt lieber. Was hat er jetzt wieder? Da nähern sich mehrere Kreaturen von Südosten. Stimmt, sagt Leute, wenn noch was Schlimmeres. Komm, wir sehen uns mal um. Los, kommt doch! Also, da unten sind zwei Bantas, aber ich sehe keine. Augenblick mal. Thank you.
Wenn man genau hinhört, während ich gerade rede, hört man so leichte, dumpfe Geräusche. Denn im Konzertsaal selbst werden gerade technisch alle wichtigen Dinge für den Ton installiert. Deswegen ist es da drin so laut und gleichzeitig schon so beeindruckend, wenn man sich in der Alten Oper befindet. Wir haben jetzt aber gleich die Möglichkeit, mit dem heutigen Dirigenten Christian Schumann zu sprechen. Anfang 30 ist er und mir stellt sich natürlich die Frage, wie schwer ist es, so viele Musiker zu leiten und was bedeutet es überhaupt, Dirigent zu sein? Neben mir steht jetzt Christian Schumann, der Dirigent, nicht nur des heutigen Abends, nehme ich an. Du wirst einige dieser Star Wars und Konzerte dirigieren. Erst einmal für mich, das ist eine ganz, ganz große Ehre. Mit so großartiger Musik habe ich leider, ich habe kein musikalisches Verständnis. Deswegen muss ich aus dieser filmischen Sicht erst einmal sagen, ich habe so großen Respekt gerade beim Proben zu sehen, wie du, das sind ungefähr 70 Leute, würde ich schätzen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, wir sind bei 80, 85 Leuten. Ja. Dirigierst und anleitest und ich merke genauso, wie ich Ehrfurcht habe, dass ich überhaupt nicht verstehe, was passiert. Jeder kennt natürlich diese Bewegungen. Ich weiß nicht einmal, ich wollte schon immer mal auf sowas hier stehen. Nennt man das Dirigentenpult? Oder wie heißt das? Das nennt man einfach ein Podest und das ist dafür da, damit man einfach besser gesehen wird. Weil stell dir vor, du hast hinten die ersten Geigen oder die Kontrabässe hinten und du würdest ebenerdig stehen. Dann müsstest du die ganze Zeit da oben dirigieren und da hättest du einen Rückenvorfall nach... Mir kommen direkt ein paar Fragen, die ich gerne loswerden möchte und auch ein paar Zuschauerfragen. Wir versuchen das, weil du hast halt natürlich einen sehr engen Termin bei so einer Europapremiere, aber danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Du bist jetzt Anfang 30, ist das nicht super jung für einen Dirigenten? Also wie wird man Dirigent? Ich habe mal gehört, man muss mehrere Instrumente spielen können und wie funktioniert das? Also es ist sicher von großem Vorteil, wenn man verschiedenartige Instrumente spielt. Also sprich, wenn das Orchester sich zusammensetzt aus Streichern, aus dem Holz, aus dem Blech, Schlagzeug und so weiter, ist es natürlich sehr gut, wenn du einfach den Leuten sagen kannst, mach mal das so oder nimm einen härteren Schlegel oder Vorsicht hier, seid zu spät. Weil du einfach weißt, wie sich derjenige fühlt. Und ich meine, genau, weil du einfach weißt, wie es technisch funktioniert und was das Vokabular ist, um einem Streicher zu sagen, spielt am Frosch oder nimmt mehr Bogen. Also all diese Sachen, die du eigentlich nur als Streicher lernst. Das heißt, ich habe ganz unterschiedliche Instrumente gespielt. Klavier ist mein Hauptinstrument, mit dem habe ich angefangen und das ist mein ständiger Wegbegleiter bis heute. Die Repetitorenlaufbahn gemacht, auch an der Oper Sänger zu begleiten und alles am Klavier zu erarbeiten. Und nebenbei, ich habe Kontrabass gespielt, Klarinette, Saxophon gemacht, ich habe Schlagzeug gespielt, das war notwendig. Das verstehe ich, wenn ich nur irgendwas davon könnte. Aber musikalisches Verständnis hat jeder. Also es gibt keinen Menschen ohne musikalisches Gefühl. Ich kann wippen im Takt. Wie ist es denn mit Star Wars? Das ist ja nun ein Riesenthema. John Williams, ein Riesenkomponist. Erst einmal, wenn du jetzt ein solches Stück dann nachher dirigierst, bekommt man selber Gänsehaut? Existiert sowas? Oder kannst du den Film überhaupt genießen, wenn er da läuft? Guckst du auf den Film? Also das Ganze, ja natürlich, ich schaue auf den Film, weil es geht ja in erster Linie auch darum, dass man die Musiker, die ja keinen Anhaltspunkt haben, wo wir im Film sind, auf diesen Film gesetzt werden oder dass sie mit dem Film spielen. Und das ist natürlich meine Aufgabe, sie auf den Film zu bringen. Da gibt es ganz unterschiedliche Hilfsmittel, die wir haben. Also da gibt es den visuellen Klick, es gibt Streamers, es gibt Punches und so weiter. Aber ganz abgesehen davon ist es natürlich essentiell, dass man sich reinfühlt. Also wenn eine Szene visuell ein hohes Energiepotenzial hat, dann darf natürlich die Musik nicht zurückfallen. Also diese ganzen, gerade gegen Ende, diese ganzen Schlachtszenen, das muss einfach mit einer unglaublichen Energie aus dem Orchester kommen. Das Prinzessin-Lea-Thema, das muss schmeicheln, das muss weich sein und so weiter. Also das ist meine Aufgabe, das muss ich übertragen, weil die ja gar nicht wissen, wo wir sind. Also die sehen ja den Film nicht. Manche, wenn sie lange Zeit nicht spielen, können sie auf den Schirm gucken. Es wirkt, als wäre es so wie ein Koch, der die Gewürze zusammentun muss und dann abschmeckt und das ist es. Ja. So stelle ich es mir ein bisschen vor, ich esse ja gerne. Und wenn das alles zusammenkommt, wie bei einem richtig guten Essen, dann ist die Gänsehaut auch vorprogrammiert, also ganz sicher. Wie lange müsst ihr im Vorfeld proben vor einer solchen Veranstaltung? Also ihr führt es jetzt mit der Europapremiere das erste Mal öffentlich auf, so verstehe ich den Begriff. Wie viel Probe liegt da im Vorfeld? Sind ja alle sehr erfahren und Profis. Also es gibt ganz unterschiedliche Etappen während so einer Vorbereitung. Die Musiker bekommen die Noten ja schon weit vorher. Ich bekomme die Partitur und das Video mit den Angaben auch ebenfalls
weit im Voraus. Da beginnt schon die Arbeit. Jeder Musiker muss sich hinsetzen, wie geht das und so weiter. Und dann trifft man sich für die Probe. Und normalerweise sind Orchesterproben, wo alle zusammen sind, sind immer sehr eng und streng kalkuliert. Also wir haben jetzt 3 Tage gearbeitet, aber jeden Tag 6 Stunden. Okay, und da schafft man dann so viel drauf, sich zu schaffen? Die sind super. Wahnsinn. Also die sind super. Es ist, wir hören ja hier auch gerade, da wird noch die ganze Zeit gespielt und geübt. Richtig, dran. Das ist auch schön, wir sind mittendrin, so ist es normal. Genau. Okay, 2 kurze Fragen, wir wissen, deine Zeit ist eng bemessen. Die eine ist, wenn du irgendeinen Film schaust, hörst du dann eigentlich auf die Musik in erster Linie? Oder guckst du einen Film als Film und kannst die Musik ganz ausblenden? Die Musik ganz auszublenden, das gelingt mir nicht. Das habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, nie versucht. Worauf ich mittlerweile, also ich habe begonnen während meiner musikalischen Ausbildung, habe ich festgestellt, aber auch jetzt, wenn ich einen Film schaue, habe ich schon ein großes Augenmerk auf die Musik. Und zwar ganz aus dem Grund, um einfach zu sehen, was passiert, wie ist der Dialog zwischen Bild und wie ist der Dialog, also der Dialog zwischen Bild und Musik. Funktioniert das? Finde ich es zu viel? Trägt es etwas dazu bei oder ist es sogar kontraproduktiv? Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, aber da richte ich sicher ein Augenmerk drauf. Es kommt selten vor, dass ich auch beim Filmschauen, einen Film, den ich zum ersten Mal sehe, dass ich das Bild völlig ausblende. Weil dann löse ich sozusagen die Musik aus einer Funktion heraus, die ja für oder mit dem Bild funktionieren soll. Das heißt, wenn mir beim Filmschauen etwas auffällt, das mir sehr, sehr gut gefällt, danach setze ich mich rein mit der Musik auseinander. Einfach zu schauen, wie hat er das gemacht, was hat er gemacht, welche Klänge hat er benutzt, wie hat er das orchestriert. Aber nicht beim ersten Mal, da muss das Gesamtwerk zusammenkommen. Das verstehe ich. Ich hätte natürlich jetzt noch so viele Fragen. Was machst du mit den Handbewegungen, in welche Richtung gehst du, was kann an so einem Abend schiefgehen, was soll im besten Fall passieren? All das vielleicht eines anderen Tages. Wir eine letzte Frage. Bisschen, ja? Bist du dir sicher? Ja, ich weiß, okay, wenn heute so eine Europapremiere ist, ist das ein aufregender Moment? Das ist ein aufregender Moment. Also ist das anders als die nächsten 5 Shows? Da sprichst du jetzt etwas an, was vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant ist. Es gibt schon so eine Art Bio-Kurve in der ganzen Geschichte. Und zwar, natürlich, wir sprechen von Europapremiere, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Normalerweise spricht man grundsätzlich von Premierendruck. Mhm. Das heißt, man beginnt, es steigt, so das Adrenalin steigt bis zu dem Augenblick, wo ich da draußen vor der Tür stehe. Und ich das Signal bekomme, jetzt gehst du raus. Und dann muss es einfach sitzen. Und wir geben alle unser Bestes, mit hoffentlich einem wunderbaren Resultat. Und dann ist es sehr interessant, dass zum Beispiel die 2. Vorstellung in der Oper, im Konzert, mit den Filmkonzerten, eigentlich immer viel entspannter ist. Es kann konzentrierter sein, aber vom Gefühl her, es hat den Anschein, es ist viel langsamer zu sein und viel entspannter zu sein. Und dann mit den anderen Vorstellungen danach, das variiert dann, was ich gegessen habe oder wie das Wetter draußen ist. Wie viele Vorstellungen kommen da zusammen im Laufe eines Jahres, die du dirigierst? Eine der meistgefragtesten Zuschauerfragen. Oh, das ist enorm. Das ist enorm. Aber das, kann man das ungefähr beziffern? Reden wir von 30, reden wir von 100, reden wir von 200? Also wir reden von über 100. Über 100? Wir reden von über 100 Konzerten, die es im Jahr gibt. Gibt es da Lampenfieber? Du siehst sie doch alle einmal hier sitzen heute. 2200 Leute, oder? Das ist das, wenn du hier rauskommst, du siehst die ersten Reihen. Mhm. Den Rest fühlst du. Und das macht Lampenfieber, glaubst du mir. Allerletzte Frage. Hast du einen Lieblingsfilm? Das wechselt von Periode zu Periode. Also je nachdem, wo ich mich im Leben befinde, womit ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Ein Film, der mir sehr, sehr nahe gegangen ist, war zum Beispiel Under the Skin mit Nicole Kidman. Mhm. Das war ein Film, der mir sehr, sehr nahe gegangen ist. Immer wieder, wenn ich Forrest Gump schaue. Ich kann überhaupt kein Instrument spielen. Bei Forrest Gump musste ich mich hinsetzen und dieses Federthema auf dem Klavier, weil es ist so schön, wie das dann...
Fehlerleichen muss es sein. Natürlich war es schlecht, aber ich habe mich gefreut, dass ich Klänge zusammengekriegt habe, die danach geklungen haben. Okay, super. Christian, heute Abend, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde irgendwo sitzen, drück dir die Daumen. Ich finde das so große Klasse. Und ich habe auch schon so sehr berichtet, was für ein Unterschied das ist, wenn man sieht, wie auch immer das funktioniert, dass die Geigen immer in eine Richtung streifen und nicht durcheinander. Das wird dir bestimmt alles organisiert haben, dass das funktioniert. Sonst, ja. Mhm. Das klingt so toll und ihr macht nicht nur Filmliebhabern und Filmmusikliebhabern so viel Freude. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Das Orchester nimmt gerade Platz und dann beginnt auch die Show. Vor wenigen Augenblicken ist die Europapremiere von Star Wars in Konzert zu Ende gegangen, inklusive einer ganzen Menge Applaus, Standing Ovations und natürlich einer Zugabe. Und ich als Film- und Filmmusikliebhaber muss einfach sagen, es ist ein besonderes Erlebnis, Film so erleben zu dürfen. Und jeder, der sich ansatzweise dafür interessiert, sollte diese Chance nutzen. Ich möchte mich bei den Veranstaltern bedanken für diesen anders gelagerten Blick hinter die Filmkulissen. Ich weiß, es ist alles andere als selbstverständlich, so nah dran sein zu dürfen. Ich hoffe, euch hat das interessiert und ich freue mich immer wieder auch solche Videos zu produzieren. Es ist mir ein Herzensanliegen, es macht mich glücklich und das ist wahrscheinlich dann mit das Wichtigste. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.